der letzten Episode. Wo kommt man hier lang, wenn man hier lang läuft? Okay, ins nächste Leben, alles klar. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 377. Oder auch anders ausgedrückt im Rauschmodus. Wir sind hier im Stumpflusstal unterwegs. Und, ja. Wie immer, die Titel der Regionen sind nur ironisch zu sehen. Weil wirklich viel Stummfluss ist hier eigentlich nicht. Ernsthaft, ein Lernbuch fürs Nähen, das ist ja der Hammer. Da kommen wir ja noch ein Pünktchen weiter, das ist ja cool. Okay, lass uns erstmal so viel wie möglich hier reinkloppen, was geht. Kriegst du die Stöcke alle rein? Wunderbar. Gut, na gut. Guck mal, wie schnell sie ist. Ja, das wäre der Hammer. Achso, die Fackeln müssen wir auch noch auseinandernehmen. Na, dann mache ich das mal schnell. Gut, dann wird das... Oh ja, das ist ja schön. Verstauungsrisiko. Verwende das Buch mal. Oh, guck mal, wie weit wir kommen. Ah, hey, guck mal. Oh, wie schlau wir werden. Oh, das Wetter hatte sich nicht zum Guten verändert. Das Licht hat sich auch geändert. Okay, das noch rein. Davon kriegst du wahrscheinlich nicht alle rein. Könnt ihr eigentlich gleich auf die Zahl springen, die reingehen. Dann musst du nur noch einmal drücken. Nur so als Theorie. Weil wir kriegen ja nicht mehr rein. Ich meine, was jetzt noch machen? Aber jetzt mal leicht, alter Schwede. Das hilft natürlich nur temporär. Der Monolithsee. Ja, diesmal ist anscheinend der... Kann dieser Elch, dieser Monolithsee-Elch, gar nicht hier sein, weil es riecht nicht nach Elch hier. Im Sinne der Abschaberin. Ja, ich gucke einfach nur, ob wir noch irgendwas finden. Bannerfälle, naja. Hinter die Banner-Saga her. Rumpel die Rumpel. Um den Wolf kümmern wir uns noch. Muss man leider Feuerchen starten für... Ja, wir lassen das einfach die ganze Nacht brennen. Das passt dann schon. Ja, es ist tatsächlich ein relativ großer Unterschied, ob man hochkommt oder nicht. Weil wie leicht man ist. 10 Kilo mehr, das macht schon mal... Oh gut, wir haben jetzt 15 Kilo tatsächlich abgelegt. Und, ja, das reicht eigentlich. Wir brauchen eigentlich keinen Birkenrittentee. Durch die Höhle konnte man das jetzt dann doch okay stabilisieren. Ja, das wird ein Blizzard. Oh, Schwesslinge. Das heißt, wir müssen... irgendwie in die Richtung darüber. Da ist mir doch gerade ein Frosch in den Rachen gestiegen. Meine Güte, wir müssen hier runter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder zurück müssen, aber was willst du machen? So, das heißt hier vorne Feuerchen hin. Mal erstmal hier schön. Streichholz 1 von 8. Sonderstock drauf. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Holz verbraten, ist ja auch nicht so schlecht. Okay, kannst erstmal wegnehmen. Braucht man erstmal nicht. Ja, komm, gib mir mal die zwei Dinger und dann hier die. Oh, wie
ist jetzt so warm und jetzt ist alles so schwer. Schmeiß die schon mal rein und dann, ja, komm, gib ihm. Aber alles, was du hast. Wobei, eigentlich müssen wir nicht noch mehr Wasser kochen. Ne, ich lasse den Topf mal stehen. Was du jetzt noch... Ja. Was du jetzt noch machen kannst, ist uns leicht basteln. Weil doch einige Hagebutten gefunden. Aber guck mal, wie warm es dir wird. Oh, so warm. Echt so wenig Wärme hat das Feuer. 8 Grad. Gut, an den Stöcken mangelt es tatsächlich nicht. Ist jetzt mehr auf die Dauer abgestimmt. Gut, dann lern halt noch eine Stunde. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Okay. Wie bitte was? Das war's schon wieder. Dies. Oh ja, guck mal, wie viel. Oh, halbes Kilo nur. Da hat aber ja schon jemand gut zugelangt. Oh, wunderschön. Ja, wie immer du auch das gefrorene Blut da rausbekommen hast, aber das interessiert ja wahrscheinlich keinen. Okay. Gut, für eine Stunde lernen wir das jetzt nichts. Warte mal, wir legen schon mal den Schlafsack raus. Wir bleiben nämlich heute Nacht hier. Und die Schösslinge kannst du auch schon mal zum Trocknen rauslegen. Wie, wir haben 11 Hagebutten. Wieso haben wir 11 Hagebutten? Haben wir noch ein paar Einzelne gefunden? War das in dem Modus? Anscheinend schon. Okay. Gut, dann mach das mal fertig. Kannst du gleich essen. Geschmackloser Wolf. Ja, Därme und so, das nehme ich natürlich jetzt nicht mit. Was sagt denn das Wetter? Hast du nochmal aufgeklärt? Na toll. Ja, da vorne sieht man das Signalfeuer. Gut, wenn es nochmal hell ist, dann ziehen wir nochmal rum. Ja, aber wahrscheinlich ist es gerade erst nur aufgeklärt hier, als die Sonne sozusagen untergegangen ist. Ja, ich würde gern darauf krauchen. Nächsten Morgen. Gucken noch mal ein bisschen in dieser Region hier uns um. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Schösslinge. Heißt natürlich doch noch übleres Traggewicht, aber da wir den Sattbonus halten müssen, sonst kommen wir da nicht rauf und runter mit dem ganzen Zeug. Da müssen wir halt mal gut in die Kiste langen. Ja. Viel mehr als nichts sehe ich hier nicht. Nee, damit fangen wir jetzt nicht an. Ja, ja, du kriegst gleich was zu essen. Sorge. Ich weiß nicht, ob wir nochmal das Glück haben, in dieser Region einen Wollohrenwärmer zu finden und ob der dann über 0% ist. Ich glaube es ja nicht, aber naja. Tja. Holz gibt es auf jeden Fall genug. Ich nehme nur ein bisschen auf, sicherheitshalber, falls der nächste Morgen direkt wieder in den Blizzard mündet. Das weiß man ja nicht. Oh, mal keine Wasserfälle. Ja, das wird aber heute Nacht trotzdem wieder laut. Okay, da oben kommen wir dann raus, wenn wir dann halt da hinten langlaufen. Ja, hier gibt es tatsächlich nichts. Ja, Überleben in der Region ist schon möglich, auf jeden Fall.
Ist halt die Frage, ob mit oder ohne Sattbonus. Ohne ist natürlich viel einfacher, das ist klar. Aber irgendwann bist du halt durch. Ja, anscheinend ist da hinten ein ganz großer See. Man sieht, dass da noch mehr Wasserfälle hier reinkommen. So, meine Gute. Dann werden wir heute Nacht gucken, wie lange wir schlafen. Wie lange schlafen wir denn? Yes. Nimm das Shelter, meine Gute. Okay, das sind leider erst 7 Stunden. So kommen wir natürlich nicht rum. Wir warten mal 2. Achso, warte mal. Wir haben tatsächlich eine Aurora. 757. Ich warte mal 1 Stunde. Einfach mal zu gucken, wohin das Ganze geht. 7 Stunden, 57 Minuten. 7 Stunden, eine halbe Stunde. Sehr schön. Im Outdoor-Feuer, wie gewünscht. Deswegen ist das nochmal aufgeklärt. Ja, das ist cool. Signalfeuer. Der Hammer. Kamera, renn noch mal ein Stück. Ja. Ja, komm, renn. Über den Monolith See. Gegen den Wind. Yes. So, warte dich mal kurz wieder fit bei minus 32 Grad. Gut, da sind wir wieder. Okay, 9 Stunden. Wir warten noch eine. Dass wir da auch wirklich hinkommen. Ja, das sieht schon besser aus. Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt an die Vorräte ran. Alles klar. Ja, naja. Das hat eine. Das hat 300. Das hat 350. Okay, dann nehmen wir erstmal die beiden Riegel. Ich glaube, die. Warte mal, wie ist denn das? Die haben 150 pro 500. Sind genauso gut wie die. Okay. Na gut. Die haben 350, die müsste man länger aufheben. Die haben sogar 600 pro 100 Gramm, 600 Kalorien. Ja, dann isst halt mal den Fisch. Warum eigentlich nicht? Naja, ins Stumpflusstal reisen, um Fisch zu essen. Okay. Tja, meine Gute. Gegessen, getrunken. Gute Nacht. So. Naja, da blitzt nochmal, sehr schön. Hat sich das Spiel gemerkt aus der. Naja, es ist schönes Wetterchen. Okay, das muss leider wieder alles mit. Aufheben. Aufheben. Ja, komm, trink erstmal Wasser. Und dann holen wir die Fackeln raus. Selbes Prozedere. Wenn man die Sachen dann halt raustransportiert, dann müsste man halt merken, dass da noch ein Darm liegt. In der einen Eishöhle in der Nähe vom Signalfeuer halt. Aber ich denke, dann kann man die Fäustlinge wahrscheinlich nochmal reparieren. Oder man hat zumindest was im Petto, was ja auch nicht so schlimm ist. Und damit.
Und die letzte, dann haben wir's. Ja, du darfst stehen bleiben. So. Hoch raus. So, 8 Pfeile sind noch dabei. Ja, bei den Pfeilen nimmt der Charakter zum Glück immer den schlechtesten Pfeil. Das ist schon mal ganz wichtig, weil dann, wenn du zum Beispiel jetzt einen verschossen hast, liest den auf, dann musst du den Bogen halt wegstecken und wieder rausholen. Dann hast du wieder den ältesten Pfeil ausgerüstet. Ja, zum Glück haben sie es so gemacht, weil das, den Spaß hier mit, was sie sonst immer macht, dass immer alle überall das Neueste nimmt, außer bei der Kleidung. Bei der Kleidung zieht sie sich ja auch nur das Olste an. Das ist schon ein bisschen schräg. Das sind Pilze. Wenn man in der Höhle da oben wahrscheinlich nochmal Pilz basteln. Dann guck mal. Wobei, ich sollte nicht zu viele aufnehmen, weil das beschwert uns ja auch. Ja, dann lasse ich das lieber. Wir haben ja genug dabei. Oh, mal keine Wasserfälle. Am Rennen. Gut. Der andere Aufstieg ist natürlich gemächlicher. Aber der ist halt kürzer. Eigentlich sagst du ja schon, I'm getting cold, nicht? Es wird ganz schön kalt. Mir wird ganz schön kalt, müsste eigentlich die richtige Übersetzung sein. So, meine Gute. Hier ist zwar nicht der Abstieg und auch nicht die Höhle, aber... Zumindest ist dir schon mal kalt, dass du jetzt wieder schlafen möchtest. 5 Minuten müsstest du zusammenbekommen. Mir aber auch nicht. Vorne ist irgendwo die Höhle. Oh, Ahornschösslinge. Die Gipfelhöhle. Sind die Krähen? Moment mal, wo mach hin? So, Krähen, okay. Wo war denn der Abstieg hier? Vorne ist noch ein Schössling. Okay, lass uns erstmal die Höhle gehen. Gehen, genau. Nachdem wir hier noch mehr Stuff aufgenommen haben, natürlich. Dann hole ich halt neu raus. Nein, du nimmst jetzt die Hagebutten, hallo. Sehr schön, hast du runtergeknabbelt. Ja, vielleicht finden wir was zu essen. Altem Teil, da immerhin. Ist ja auch, kann man ja auch dran lecken zumindest. Oje, oje. So viel Brennmaterial. Okay. Schösslinge raus. Und dann wird erstmal ein bisschen geknöppelt hier. Das heißt, einmal Pilze, bitte. Oh, ich werde zu warm. Okay, warte, das macht so relativ wenig Sinn. Wir müssen irgendwo ein Feuerchen hier vorne starten. Das ist einfach viel zu... Halt. Genau, mach das mal. Viel zu kalt. Dass es in der Höhle hinten auch nicht wirklich warm wird. Ich will da bestimmt jetzt nicht 12 Stunden stehen, um da hier einen Hauch wärmer sich anzufühlen.
Kohlen vergessen, echt? Na, das ist ja dämlich. In dem Rucksack unten in der Höhle, echt? Mist, dann müssen wir nochmal runter. Weil das will ich eigentlich nicht. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich da noch andere Sachen gelagert habe. Okay. Dann bastel erstmal hier noch die Hagebutten. Das ist leider nur einmal. Und, wie bitte? Das ist alles. Mehr gibt das Feuer nicht her, okay. Dann hau halt noch einen guten Schwung Stöcke rein. So, das ist kein Problem. Dann nehmen wir jetzt noch die Fackeln auseinander. A bis Z. Okay. Gut, dann warte dich nochmal komplett warm. So. Okay. Dann bleiben die erstmal komplett hier. Das kann jetzt auch erstmal da bleiben. Ist nicht so schlimm. Ja, lass die mal da, komm. Die Tuch kann da bleiben. Okay. Okay. Wir müssen leider noch mal runter, ja. Was man nicht im Kopf hat, der Klassiker. Ich hoffe, dass es da runter geht. Ansonsten müsste man halt den Umweg noch mal woanders nehmen. Also kaum zu sehen, alter Schwede, ist der Duster. Gott. Ging es hier nicht irgendwo mal runter? Ich dachte, wäre auch ein Abstiegspunkt, aber anscheinend nicht. Ich spiele das ohne Karte. Eieieiei. Nee, echt? Da vorne? Nee, da geht's auch nicht runter, okay. Dann ist das doch der einzige Weg hier rauf, okay? Ich dachte, es gäbe zwei Wege hier rauf. Ja, mir ist schon klar, dass die wieder zu kalt ist. Aber wo ist denn der Abstiegspunkt? War hier nicht ein Abstiegspunkt? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Okay, renn nochmal da rauf. Hier ist ja offensichtlich kein Abstiegspunkt, oder bin ich da blind? Nee, das ist er nicht. Der ist nicht hier oben. Moment. Bevor ich jetzt hier absteige und das Zeug hochhole, das will ich jetzt genau wissen. Was liegt denn da drüben? Das ist ein Baumstamm, okay. Da geht es auf jeden Fall nicht hoch. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr kalt, alter Schwede. Okay, dann schmeiß den einen Schössling erst nochmal dazu. Wärm dich nochmal auf, das sollte ja jetzt etwas schneller gehen, okay. Ah, weg ist die Sonne. Hier ist auch kein Abstiegspunkt. Ach, der ist da vorne. Ah, okay. Vorne ist denn der Abstiegspunkt, oder was? Ja, das macht wahrscheinlich eher Sinn, okay. Wie machen wir das am geschicktesten? Ist das hier runter sinnvoll? Geht das? Wahrscheinlich nicht. Dann müsste man eigentlich nochmal wieder runter zum Monolithsee. Von dort aus dann nochmal den
Abstieg suchen. Okay, dann kannst du die Dinger auch wieder nehmen hier. Wobei, die Stöcke brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist genug. Kannst du von mir aus hier lassen. Die kommen wieder mit. Ja, dann versuchen wir jetzt mal, halt mit Fackeln runterzukommen. Wobei, warte mal, hast du die noch? Wähl die mal wieder aus. Jetzt nimmst du natürlich die bessere, okay. Auch da finde ich das nicht gut, dass sie da die bessere nimmt, weil ich würde natürlich die... Hallo, kannst du die nicht werfen? Warum kannst du die nicht werfen? Achso, weil die aus ist, oder was? Achso, du kannst sie nur werfen... Also, aha! Ja, wenn die aus ist, kann ich noch nicht werfen. Wie geht denn das? Weiß nicht, wie das funktioniert. Okay. Ich versuche natürlich nur die besseren Fackeln mitzunehmen. Die Olleren, die können dann hier bleiben. Falls wir jemals wieder herkommen, haben wir gleich was zu tun. Gemischt. Die ist gut. Die bleibt hier. Toll, die bleibt da drüben, meine Gute. Da habe ich ihn gezeigt. Schön, ich soll gerade meine Nvidia-Treiber aktualisieren. Krieg ich hier die Nachricht eingeblendet. Nee, danke, ich lasse die mal gerade. Ja, 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 schon. Die auch nicht. Boah, der Wind hier zunimmt. Die ist eigentlich relativ okay. Wird übrigens langsam immer weniger warm. Die lasse ich jetzt hier. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Okay, das reicht. Ich will nur das Feuer transportieren. Das ist eigentlich der ganze Hintergedanke. Weil die Kohlen wären mir tatsächlich relativ wichtig. Das kann hier immer mal schnell in den Blizzard übergehen und dann steckst du fest. So, jetzt haben wir hier noch mehr Pilze. Lass ich aber wieder stehen. Ja, schon. Ja, nur kannst du halt leider nicht das Seil runterbringen. Das ginge nur dann, wenn du die Fackel runterwirfst. Also runterwärts geht das schon. Fackel runterwerfen. Dann kannst du unten wieder auflesen. Aufwärts ist das leider nicht möglich. Ich wüsste auch nicht, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der das theoretisch schafft, eine Fackel, sagen wir mal, 50 Meter in die Höhe zu werfen. Ja, ein bisschen kalt. Was willst du machen? Ja, ausgerechnet die Kohlen habe ich hier gelassen. Toll. Ja, schon, aber trotzdem. Okay, dann müssen wir doch da vorne lang. Ja, wie das Spiel auf der Switch aussieht, das ist sicherlich interessant. Weil die Switch ja von der Leistung her sehr, sehr schwach ist. Also gerade wenn man das zum Beispiel jetzt auch mit der PlayStation oder Xbox vergleicht, muss sie natürlich auch sein, weil es ja ein portables Gerät ist. Da kannst du natürlich jetzt nicht so einen Ultra-Prozessor dahinter klemmen.
Grafikkarte, dass das halt da den Akku dann innerhalb von wenigen Minuten leer saugt. Ich hoffe nur, sie bringen The Long Dark nie auf, was weiß ich, auf Apple und Android Smartphones. Ich glaube nicht, dass das so interessant wäre. Also ich würde es auf keinen Fall kaufen. Für mich wäre das eigentlich so absolutes No-Go, weil es gibt ja einige Spiele, die, ich sag mal, interessant aussehen von der Grafik her. Auf Smartphone. Ah nein, das stimmt doch gar nicht. Die recht interessant aussehen und erstaunlich gut auch aussehen. So, komm, nimm noch mal was mit. Aber das geht halt massiv zulasten der Batterie. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, was ich mal probiert hatte. Irgend so eine Wirtschaftssimulation. Eine halbe Stunde gespielt und der Akku ist 20% nach unten gegangen. Das ist echt so heftig. So, jetzt müssten wir aber richtig sein, oder? Es liegt da vorne noch ein Wolf, echt? Warum liegt hier auch ein Wolf? Interessant, ist das einer, der weggerannt ist? Ach, guck mal, noch mehr Hagebutten. Noch viel mehr Hagebutten. Okay, nimm erstmal den Schössling. Weil der ist nicht angeknabbert. Also das ist, heißt, das ist einer von uns, mit dem wir gerungen haben. Ne, ist angeknabbert, okay. Wo ist jetzt dieser blöde Abstieg? Da unten. Achso, warte, da müssen wir um den Felsen herum. Okay, die Fackel. So, dann schnappst du dir. Schnapp dir mal eine relativ gute. So, machst du die an. So, die legst du mal hin, hallo. Nehmen, komm, ausmachen, hallo. Schneller, hallo. Gut. Felsen schillern. Ach, hier ist auch eine Höhle, echt? Ah. Ja, wir sind aber schon zu schwer. Naja, Stoff ist es halt. Was willst du machen? Holen uns so. Okay, was sagt denn das Gewicht? Ach du Schande, echt, so schwer sind wir. Das ist ja massiv drüber. Ja, ich versuche jetzt eigentlich erstmal runterzukommen. Schwebender Schnee da oben. Soll man wahrscheinlich nicht hingucken. Okay, schmeißt erstmal runter. Halt nicht so. Nimm dir mal noch eine bessere Fackel. So. Und wo landet sie? Na? Okay. Oh, die fällt aber tief. Ganz da unten, nicht? Da müssen wir jetzt aber hinmachen.
Okay, das heißt, die anderen Fackeln fliegen alle raus. Leider schon. Ist einfach zu schwer. Okay, was können wir noch rausschmeißen hier? Eigentlich ja nichts. 46,64 Kilo. Altmetall, was bleibt jetzt hier? 13 Stöcke bleiben jetzt auch hier. Wasser kann man zur Not noch rauswerfen. Ja, die müsste man zerrupfen. Hier fliegt natürlich nichts raus. Stück Holz. Komm, schmeiß mal die Hälfte der Kohlen raus. Das reicht nicht. Dann trinkst du noch mal. Hallo. Und dann fliegt halt noch ein Liter Wasser raus. Ja, ich will einfach, dass das Ganze alles ein bisschen schneller geht. Das ist in Spielen irgendwie nicht wirklich die Maxime, dass das für den Spieler interessant wird. Ach du Schande, müssen wir uns da echt durchschlagen. Ich sehe schwarz für die Fackel. Wenn das so lang dauert. Vielleicht hätte ich die 68% Fackel opfern sollen. Ja, die ist halt komplett runtergefallen. Das ist einfach das Problem. Okay. Ja, guck mal, da haben sie extra hier rauf gemacht. Nee, 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 nee. Du gehst da nicht vorbei. Gehst da nicht vorbei. Komm, komm. Ja, Sister, easy. Ja. Ach, du Schande, so viel schönes Holz. So viel schönes Holz und du kannst es nicht werfen. Ja, die Hakebutten. Oh, Brandbeschleuniger. Schokoriegel. Okay. Mir ist hier nicht. Den Schokoriegel. Der ist ja noch schlechter von der Kaloriendichte. 48%. Das hätte ich lieber für den Wollohrenwärmer gehabt. Okay. Knöppel aber bitte schnell. Bitte schnell knöppeln. Hallo, schneller. Schneller. Es muss schneller gehen. Yes. Ach, zu schwer, echt. So ein Elch. Gerade ist mir egal. Ja. Oh, ich trinke noch was. Oh, reicht das? Können Sie es noch rein? Nein, kannst du nicht. Ja, kann leider auch nur kompletten halben. Was ist denn jetzt wieder? Wieso ist jetzt wieder. Wo ist die Packer? Ich hoffe, sie ist noch an. Ich hoffe, diese ganze Aktion lohnt sich. Komm, schneller. Jetzt müssen wir zur Fackel rennen. Die muss irgendwo hier liegen. Und? Aha. Hervorragend. Ich weiß, die Folge hat massive Überlänge, aber das ist gerade egal. Wo ist die Höhle? Da. Starten wir direkt ein Feuerchen. Talhöhle, ja, von der Gipfel in die Talhöhle. Kaputte Socken natürlich. Sportsocken, die zerfallen ja wirklich instant. Wow. Okay. Ja, genau, mit dem einen Stock. Super. Das hat super geklappt, alles klar. Es ist schon an, meine Güte. Dann nimm die mal auseinander und wirf den Stock auch gleich noch hinterher. Uff. War ein bisschen hart, aber es hat funktioniert. Achso, ja, wir sollten vielleicht noch zwei Kohlen reinwerfen. Sehr schön. In der nächsten Folge machen wir hier den Talkessel unsicher und wahrscheinlich klettern wir auch schon wieder drauf. Mal gucken, ob ein Elch da ist. Das wäre halt noch interessant zu wissen. Wahrscheinlich nicht. Trotzdem wäre es interessant. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.